Jo, und willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Ich habe in den vergangenen Tagen mal wieder Umfragen auf meinem Kanal gemacht. Und zwar ging es diesmal um verschiedene Yu-Gi-Oh! Artworks, beziehungsweise es wurde immer von einer bestimmten Karte mehrere Artworks gezeigt und ihr durftet abstimmen, welche Artworks euch am besten gefallen. Die Umfragen kamen übrigens auch insane gut an. Also die Zahlen sind krass dafür, dass es sich hier um den Zweitkanal handelt. Also das ist schon Hauptkanal-Level, was das Engagement bei den Umfragen angeht. Deshalb auf jeden Fall Props an euch. Vielen Dank dafür. Ja, und ich wollte heute einfach mal die Gelegenheit nutzen, es euch gleich zu tun und einfach mal meine Meinung zu den ganzen verschiedenen Yu-Gi-Oh! Artworks abzugeben. Denn das war natürlich auch mal wieder ein sehr kontroverses Ding. Da werden auch auf jeden Fall in den kommenden Tagen noch mehr Artwork-Umfragen kommen, weil ihr scheint das zu lieben. Also das Engagement ist riesig so und ich finde sowieso, wer will nicht gerne nach seiner Meinung gefragt werden? Deshalb machen wir das einfach weiter. Ansonsten könnt ihr natürlich noch in den Community-Tab gehen und dort einfach mit abstimmen und euren Senf dazugeben. Aber jetzt würde ich sagen, genug geschnackt. Wir schauen uns heute die Artworks an, die uns aktuell hier zur Verfügung stehen. Und das sind so gut wie alles OG-Karten, die man so von früher noch kennt. Also das sind größtenteils halt so die ikonischsten Karten überhaupt. Und wir starten natürlich mit dem schwarzen Magier Mahat höchstpersönlich. Und ich habe hier vier Artworks ausgewählt. Das Ding ist, bei manchen Karten, also was heißt manche Karten? Also eigentlich die ersten beiden, die wir hier dran nehmen, die haben halt so viele verschiedene Artworks. Da werden noch weitere Umfragen kommen mit den übrigen, die wir noch nicht dran nehmen konnten. Aber fürs Erste haben wir hier erstmal diese vier Artworks vom Schwarzen Magier. Einmal das hier, das ist das OG Art, also OG, also aus dem Anime, ne, kennt man aus dem Anime, ist auch Starterdeck Yugi damals gewesen. Das hier ist quasi das erste TCG Artwork. Das ist nämlich das LOB Artwork, was auch für viele, glaube ich, schon sehr nostalgisch ist. Dann haben wir hier einmal, da haben sich, glaube ich, viele gefragt, was das ist. Das ist das Manga-Artwork vom Schwarzen Magier. Also in der Theorie ist das hier der OG und das hier ist eigentlich nur eine abgewandelte Version aus dem Anime. Aber für die meisten ist das hier natürlich der absolute OG, weil man eher mit dem Anime aufgewachsen ist als mit dem Manga. Und das hier ist der Schwarze Magier von Arcana, der rote Magier, wenn man so will. Lustigerweise hat der sogar einen anderen Kartencode als alle anderen Dark Magician Artworks. Also das ist faktisch eigentlich eine andere Karte. Aber trotzdem darfst du nicht irgendwie drei von denen und drei von denen spielen. Lange Geschichte, habe ich schon mal in Videos drüber geredet, aber früher gab es in Videospielen auf jeden Fall Glitches, wodurch du dreimal den hier oder eine beliebige Kombination von denen, die es dann in dem jeweiligen Videospiel gibt, und dreimal dazu den hier. Also du konntest theoretisch sechsmal den Schwarzen Magier spielen. Ich muss sagen, ich mache so ein Ranking, okay? Also ich sag nicht nur, wen ich jetzt am meisten mag, sondern ich versuche das so zu ranken und danach klicken wir drauf und sehen die Sachen, die von der Community am meisten gewotet wurden. Ihr werdet einen kleinen Trend erkennen, als wärt ihr ein linker Flügelspieler und spielt gegen den FC Liverpool. Wir haben auf jeden Fall den hier, das ist auf jeden Fall für mich persönlich mein Favorite. Also muss ich sagen, so, ich weiß, es ist langweilig, es ist lame, aber das ist der Schwarze Magier, mit dem ich aufgewachsen bin. Und ich muss sagen, ich finde auch, weiß ich nicht, unpopular opinion vielleicht, aber ich finde den menschlichen Schwarzen Magier, also hier, ne, mit, also der ist ja in Hautfarbe, den finde ich viel cooler als den, ich sag mal jetzt, das Fabelwesen hier, ne? Also, oder ich weiß nicht, was das darstellen soll. Ist auf jeden Fall grüne Haut, ne? Also man merkt ja, der ist nicht menschlich. Ich glaube, das soll eine Anspielung auf Osiris sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Würde aber Sinn machen, weil Yugi ja auch später Slifer, der ja im Manga Osiris heißt, gespielt hat. Whatever. Ich würde sagen, also das ist auf jeden Fall mein Favorite. Nicht nur wegen Nostalgie, natürlich größtenteils wegen Nostalgie, aber ich finde den generell ziemlich cool, weil ich halt, wie gesagt, den menschlichen schwarzen Magier sehr feier. Dann muss ich tatsächlich sagen, kommt, glaube ich, bei mir der hier, der rote, einfach weil es, ich finde das Konzept cool, dass es einfach so random noch einen anderen schwarzen Magier gab. Auch wenn das natürlich irgendwie keinen Sinn macht, wenn man die, wenn man die gesamte Geschichte des Manga kennt mit Mahat und also dass der dann auf einmal auf der Seite von Arcana steht, whatever. So, aber an sich, ich fand das immer cool, dass die beiden schwarzen Magier aufeinander getroffen sind. Deshalb, das ist mein zweiter Platz, das ist mein dritter Platz. Ich finde den auch nicht schlecht, aber wenn ich die Wahl hatte früher in den Spielen, dann habe ich immer den hier genommen. Also
jedes Mal safe, also mit Abstand. Da wusste, also ich habe teilweise die Yu-Gi-Oh! Videospiele gespielt, bevor ich den kompletten Anime geschaut hatte. Und da wusste ich nicht mal, dass Yugi bzw. Atem im Anime halt nur das Artwork benutzen. Und trotzdem habe ich immer den gewählt und nicht den. Das heißt also, ich fand den tatsächlich schon immer cooler. Aber ich finde den auch nice. Also ich finde, der geht auf jeden Fall in Ordnung. Ich muss sagen, das hier ist natürlich Kazuki Takahashis erste Variation des Schwarzen Magier. Deshalb natürlich ein Kunstwerk in sich, weil die anderen würden halt nicht ohne den existieren. Aber ich feiere das Artwork tatsächlich hiervon am wenigsten, weil es einfach auch irgendwo, finde ich, am wenigsten Persönlichkeit hat, weil man die Augen halt nicht erkennen kann. Und generell muss man sagen, Kazuki Takahashis Kunst hat sich über die Jahre krank weiterentwickelt. Also die Artworks, die er nach Ende des Yu-Gi-Oh! Manga rausgebracht hat, sind gar nicht mehr vergleichbar mit den Original Artworks aus dem Manga. Deshalb, das werden wir vielleicht aber gleich noch sehen. Also ich würde sagen, 1, 2, 3, 4. By the way, sorry, wenn ich so viel rede, aber ich mag tatsächlich Yu-Gi-Oh! So, wie ihr sehen könnt, ich glaube, ich bin sogar komplett, stimme ich überein mit der Meinung der Allgemeinheit, ne? 1, 2, 3, 4, tatsächlich. 72% ist natürlich ultra viel und ihr könnt euch vorstellen, warum das hier mit Abstand die meisten Votes bekommt. Ich glaube nicht, weil jeder das hier am coolsten findet, sondern das ist größtenteils Nostalgie. Aber ja, machen wir weiter mit dem nächsten. Und das ist natürlich, wie sollte es anders sein, der eine und einzige weiße Drache mit eiskaltem Blick. Und ja, also hier dürfte es natürlich auch gar keine Diskussion geben, ja. Wir haben hier einmal Legend of Blue Eyes White Dragon, das erste TCG-Artwork. Dann haben wir hier einmal Starter der Kaiba, beziehungsweise der Bruder aus dem Anime. Dann haben wir hier einmal ein alternatives Artwork, was relativ neu ist. Also ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht mehr genau, woraus das ist. Könnte Movie Pack sein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Und das hier ist auch schon relativ alt. Ich meine, das war irgendwann 2005, 2006 oder so. Ja, also für mich persönlich auch hier, das wird sich nicht durch das komplette Video ziehen, aber hier ist die Nostalgie einfach zu krass. Das muss der sein. Das ist für mich der weiße Drache. Das und kein anderer. Ich weiß, der hat 1000 Artworks, aber das, da gibt es für mich persönlich gar keine Diskussion. Das ist der weiße Drache. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Das heißt, wir können nur bewerten. da spricht leider die ultimative Nostalgie, aber das ist, glaube ich, auch die Karte, bei der es am meisten der Fall ist. Dann können wir nur über die anderen drei entscheiden. Also ich persönlich muss sagen, ich finde den hier richtig cool. Ich finde den unnormal krass, weil da sieht der richtig majestätisch aus. Ich finde auch, da ist es ausnahmsweise mal ein weißer Drache und kein blauer Drache. Weil eigentlich ist es ja der weiße Drache, der blauäugige weiße Drache, Blue Eyes White Dragon, der weiße Drache mit eiskaltem Blick. So ist es mal ein weißer Drache, zumindest sieht er weißer aus als die anderen. Das macht dann Sinn. Und außerdem hier, wie er die Flügel ausbreitet, wie er hier fliegt, die Proportionen, alles sehr majestätisch, sehr künstlerisch auf jeden Fall. Also rein künstlerisch bewertet ist das auf jeden Fall mein Favorite, 100%. Danach würde ich sagen, das hier. Der Hintergrund ist ein bisschen lame, so im Weltraum irgendwie, keine Ahnung. Ich finde aber hier die Lichtblitzattacke auf jeden Fall ziemlich cool. Die Pose ist auch sehr beeindruckend, sehr intimidating, sehr auf Deutsch, ach, Junge, Alter, wenn einem die englischen Wörter zuerst einfallen, bedrohlich. Und das muss ich, weiß ich nicht. Also, muss ich leider sagen, ist aus dem LOB-Set, also natürlich sehr ikonisch, aber ich fand immer hier den Knick im Hals sehr weird. Also, hier sieht man, das ist so komisch abgeknickt und generell, dadurch, dass er keine Pupillen hat oder zumindest irgendwie keine Pupillen deutlich zu erkennen sind, wirkte der auf mich immer sehr hirnlos, sehr abgemeldet, so sehr, keine Ahnung. Der Bruder wirkte immer so ein bisschen, etwas simpel auf mich und der Hintergrund finde ich jetzt ehrlich gesagt ist auch nicht so krass, aber ja, also das muss ich sagen, ist für mich der langweiligste. Also 1, 2, 3, 4 und das spiegelt sich auch im Ergebnis wieder. Also der OG Weiße Drache hat tatsächlich nicht so viel Dominanz wie der OG Schwarze Magier, muss man an der Stelle auch sagen. Aber trotzdem 69% ist ein krankes Statement. Ich würde sagen, also ich habe glaube ich gesagt, den finde ich besser, der hat minimal mehr mit 14%, aber die nehmen sich auch nicht so viel, also ich finde den schon
besser, aber ich kann auch verstehen, dass man den feiert und der ist schon sehr abgeschlagen, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil mir geht es ja genauso. Ja, man muss immer zwischen Kunst und Nostalgie, finde ich, auch so ein bisschen unterscheiden, aber da fällt es mir sehr schwer. Ein Fall, wo es mir ein bisschen leichter fällt, tatsächlich, ist der schwarze Rotaugendrache. Wir haben hier einmal das LOB-Artwork, also das erste TCG-Artwork. Nee, warte mal. Oder? Nee, Moment mal. Das war LOB und das ist auch Anime. Oder? Das ist, glaube ich, Starterdeck Joey. Oder wie war das nochmal? Wie rum war das? Oh, ich bin jetzt verwirrt. Auf jeden Fall, das gab es auch sehr früh im TCG. Das ist natürlich das OG-Anime-Artwork. Das war auf jeden Fall beim ersten Printing der rotäugige blaue Drache. Ja, haben sie falsch übersetzt, weil ist ja Red Eyes B Dragon. Und haben sie dann fälschlicherweise nicht als Red Eyes Black, also rotäugiger schwarzer Drache übersetzt, sondern als rotäugiger blauer Drache. Haben sie auf gut Glück geraten mit dem B-Punkt. Haben den Anime nicht geschaut an der Stelle. Ja, kann passieren. Dann haben wir hier einmal das Manga-Artwork. Also das erste Artwork, das OG von Kazuki Takahashi, wenn man so will. Und das hier ist auch nochmal ein Artwork von Kazuki Takahashi, welches halt viele, viele Jahre später erschien. Und hier gibt es für mich keine Diskussion. Es wird euch vielleicht ein bisschen überraschen, aber es ist nicht das OG-Artwork. Also nicht das hier, was wir von Joey kennen, typisch im Anime. Es ist mit Abstand das hier. Das Ding sieht so krass aus. Also die Pose, wie er da steht, alleine der Angle. Also ich weiß nicht, ob euch das juckt oder ob euch das überhaupt auffällt, aber man sieht richtig bei Kazuki Takahashi, bei seinen, ich sag mal, neueren Artworks, dass er richtig so mit Perspektiven spielt und dass er richtig so viel, viel mehr Wert auf das Detail legt, weil ich meine, das hier oder auch das hier, das sind halt so Dinger, da ist halt das Monster frontal drauf, du guckst frontal auf das Monster, Hintergrund ist irgendwas und das war's. So sieht natürlich trotzdem mega cool aus, aber das hier, Junge, auf diesem zusammenbrechenden Boden, wo unten so Lava ist, du siehst richtig so, die Welt geht unter und im Hintergrund ist natürlich auch perfekt farblich angepasst alles. Das ist krank, das ist so ein bosshaftes Artwork, das ist mit Abstand das krasseste. Danach würde ich sagen, finde ich das hier am besten. Ist natürlich dann Anime-Nostalgie irgendwo, aber ich finde es auch, ich finde es recht simpel, aber irgendwie ist es auch, also ich finde es cooler als die beiden, um ehrlich zu sein, weil hier ist der Drache mir zu rot, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das kommt halt durch den Angriff, den er abfeuert, aber das habe ich nie so gefühlt. Auch der grüne Hintergrund passt dazu nicht so wirklich. Und das hier ist mir ein bisschen, da sieht der Drache zu dünn aus. Da sieht der zu, der Hals ist so abgeknickt und die Proportionen sind so sehr, der sieht mehr so echsenartig aus, wie auch so comichaft so ein bisschen. Das ist ein richtiges Kunstwerk hier. Ja, also ich würde sagen, 1, 2, 3, 4. Also OG Takahashi auf dem letzten Platz für mich, aber das neue Takahashi ganz klar Platz 1. Und hier bin ich das erste Mal nicht der Meinung der Community, weil hier ist natürlich das. Ihr könnt euch denken, welches Artwork jedes Mal gewinnt, nämlich das, was die meiste Nostalgie versprüht. Fair enough, kann ich nachvollziehen, ist auch irgendwo okay. Es geht ja auch um die subjektive Wahrnehmung. So, man findet entweder das am besten, was am künstlerischsten aussieht, oder man findet das am besten, womit man am meisten verbindet, so, welches man vielleicht aus der Kindheit kennt, oder man nimmt einfach das, keine Ahnung, was man auf den ersten Blick am coolsten findet, kann ja jeder für sich selber beurteilen. Deshalb, es gab auch viele Leute, die dann gesagt haben, so, ey, nimm doch nicht die OG-Artworks mit rein, ist doch klar, dass das immer gewinnt. Ja, ist es auch. Ich weiß, dass ich eine Community von Nostalgikern habe, deshalb, das war mir schon bewusst, aber es wäre auch Schwachsinn, sie nicht mit reinzunehmen, weil die gehören halt dazu und man kann ja trotzdem die Meinung äußern, dass sie einem am besten gefallen. Und ich finde, wenn dann eins wie zum Beispiel hier mit 17% oder hier beim Schwarzen Magier, hier die beiden oder so, wenn das noch raussticht, so man sieht ja tendenziell so, also die beiden hier sind schon beliebter als das hier. Also irgendwo erkennt man ja dann schon eine Tendenz. Wisst ihr, was ich meine? So, auch wenn das natürlich mit Abstand die meisten Votings bekommt, deshalb. Ich sehe das nicht so eng, um ehrlich zu sein. Es ist sowieso just for fun. Es geht hier ja nicht um irgendwas Großes. So, dann haben wir das schwarze Magiermädchen am Start. Und
Hier haben wir einmal das Anime-Artwork, dann haben wir hier einmal ein alternatives Artwork aus dem TCG. Das ist nochmal ein alternatives Artwork, das ist, glaube ich, aber ein bisschen neuer noch als das hier, wenn mich nicht alles täuscht. Und das hier ist dann nochmal von Takahashi neu designtes Artwork. Kann man übrigens immer hier dran erkennen, dass hier seine Signatur unten zu sehen ist. Ist jetzt beim schwarzen Magiermädchen weiß auf gelb nicht so leicht zu sehen, aber ich glaube, hier kann man es bei dem schwarzen Rotaugendrachen vielleicht noch erkennen. Ja, ich muss hier sagen, auch hier ist für mich das OG-Artwork nicht das Beste. Also, ich finde das zwar cool, aber ja, ich weiß nicht, ist ein bisschen langweilig, finde ich. Also, ich finde, es ist stimmig, so kann man auf jeden Fall nehmen, aber ich finde es ein bisschen, weiß ich nicht. Also für mich, also vielleicht ist das auch nur mein Kindheitsbrain, was irgendwie sich da mit einschleust in die Entscheidung, aber für mich sieht das aus nach einer Fake-Yu-Gi-Oh!-Karte. Ich glaube, weil ich ganz oft das schwarze Magiermädchen mit diesem Artwork in gefälscht hatte damals, für mich kommt instant immer der Gedanke in den Kopf so, das ist nicht echt. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, das spielt damit rein. Vielleicht ist es das. Ich finde das ein bisschen nicht schlecht, aber ein bisschen zu schlicht. Das hier finde ich richtig cool, muss ich sagen. Also hier sieht man den Kreis viel mehr. Man sieht generell viel mehr von ihr, nicht nur den Oberkörper. Boah, das klingt so falsch. Dann haben wir hier im Hintergrund, das finde ich passt farblich mit Abstand am besten. Ich finde auch hier die Herzen etwas weird, um ehrlich zu sein. Weil ihre Eins, also sie ist ja nicht nur dafür da, um Liebe zu versprühen. Auch hier ist wieder ein Herz im Hintergrund. So, also keine Ahnung. Ich muss sagen, das schwarze Magiermädchen ist für mich eigentlich gar nicht so eine typische Waifu. Ich weiß, das sehen andere vielleicht anders, aber für mich ist das gar nicht so die Love Interest, so mit tausend Herzchen und so. Ich meine, die ist eine krasse Zauberin. So, aber whatever. Deshalb, also ich feiere hier den Herzenhintergrund nicht so und aber ansonsten ist das natürlich auch ein cooles Artwork. Hier muss ich leider sagen, also ich finde das eigentlich an sich richtig cool, aber ich finde den Hintergrund zu langweilig. Vor allem, sie hat blonde Haare und ihr Stab ist hier auch gelb oder gold und Hautfarbe auf einem gelben Hintergrund ist einfach sehr, weiß ich nicht, ich finde, das beißt sich ein bisschen. Ansonsten, also wenn der Hintergrund so wäre wie hier auf dem Artwork, dann wäre das, glaube ich, mein Favorite. Und hier fehlt halt auch der Kreis, ne? Ich finde, bei den schwarzen Magierkarten sollte eigentlich der Kreis mit drauf sein, weil das ist halt irgendwo Nostalgie und gehört zum Themendeck. Aber ich glaube, ich würde sagen, für mich persönlich 1, 2, 3, 4. Guck mal, wie es hier aussieht. Natürlich komplett anders, ne? Ich glaube, das ist das bekannteste, deshalb ist das Nummer 1, dann ist das das zweitbekannteste, das ist das drittbekannteste und das kennen wahrscheinlich viele gar nicht. Deshalb ergibt sich das von selbst. Generell kann man hier bei den Votings immer, du merkst halt, die Leute nehmen das, was sie kennen und nicht das, was sie am besten finden. Ich will mich jetzt nicht jedes Mal darüber aufregen oder so. Wie gesagt, soll jeder das nehmen, was er fühlt, alles gut. Ja. Eine Sache, die ich allerdings natürlich irgendwo hier bemerkt habe. Moment. Natürlich darf dieser Kommentar hier nicht fehlen. Und natürlich darf die Armee von Leuten, die sich da mit einklingt, ebenfalls nicht fehlen. Ich glaube, ihr kennt meine Meinung dazu. Ich finde es ein bisschen befremdlich, aber jeder wie er mag. So, weiter geht's mit dem Beauftragten der Dämonen. Der hat auch extrem viele Stimmen bekommen. Ich finde, das ist generell so eine sehr unterschätzte Karte, was die Beliebtheit angeht. Dafür, dass die so wenig Support bekommt und gefühlt von Konami nie berücksichtigt wird und irgendwie immer vergessen wird, ist das eine so krank beliebte Karte. Hier fällt es mir auch sehr schwer. Ich finde alle Artworks tatsächlich cool. Ja, aber ich finde es aber sehr schwer, wofür ich mich hier entscheiden soll. Wir haben hier einmal, das ist ein alternatives Artwork aus dem TCG. Wir haben hier ein von Kazuki Takahashi designtes Artwork. Das ist das Anime-Artwork und das weiß ich gerade gar nicht mehr aus dem Kopf. Ist das das Manga-Artwork oder ist das nochmal ein alternatives Artwork? Ich weiß es leider gerade nicht.
Ja, aber jedenfalls schwierig. Das sind komplett unterschiedliche Artworks, alle in einem anderen Stil. Ich fange mal hier an, weil das ist der, den man am meisten kennt. Das ist natürlich sehr simpel, sehr aussagekräftig, sehr badass. Er steht da mit breiter Brust und breiten Schultern und sieht einfach extrem bedrohlich aus und ich feiere das. Natürlich sehr simpler Hintergrund, aber ich finde, hier ist das bei der Karte sogar voll in Ordnung. Das hier, muss ich sagen, ist extrem detailliert, extrem krass gezeichnet. Also an sich künstlerisch finde ich das krasser als den hier, aber ich feiere die Farbe nicht so. Und generell auch den Hintergrund, dass der komplett weiß ist, finde ich auch ein bisschen schade. Das ist leider bei vielen Karten, die Takahashi dann designt hat, so. Ich glaube, das ist aber auch bewusst einfach, damit der Fokus mehr auf dem Monster liegt und nicht auf dem Hintergrund. Aber ich finde, so ein etwas dunklerer Hintergrund, wenn der vielleicht auch nicht so fleischfarben wäre, sondern halt seine normalen Farben hätte oder vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Lila, so wie halt hier das ist, ne? Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Freezer. Er hat so eine Kombination aus Weiß und Lila. Das habe ich sowieso, das assoziiere ich sowieso immer mit so Bösewichten. Und das würde halt voll gut passen. Deswegen leider die Farbgebung macht es für mich ein bisschen nicht kaputt, aber dadurch wird es für mich persönlich ein bisschen runtergezogen. Das hier finde ich nicht so krass, um ehrlich zu sein, weil er ist sehr rausgezoomt. Also irgendwie ist gefühlt sein Unterkörper mehr im Fokus als der Kopf. Und irgendwie, es sieht ein bisschen weird aus. Es sieht ein bisschen so aus, als würde er quasi nicht so in die Kamera schauen, sondern so. Und das hat mich als Kind immer verwirrt. Und die Blitze sehen auch irgendwie sehr fake aus. Und dann haben wir hier einmal das. Das finde ich an sich mega cool, weil er halt wie so ein böser Dämon so aus der Tiefe emporgeschossen kommt, so wie man sich das bei einem Yu-Gi-Oh! Monster auch vorstellen könnte. Also das finde ich richtig cool. Für mich macht es nur so ein bisschen das ganze Gelb kaputt, so dadurch, dass man ihn halt kaum erkennt auf dem Artwork, weil es einfach ein bisschen zu überbetont und ein bisschen zu viele Farben und so sind. Ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, es ist jetzt sehr, sehr schwer einzuordnen. Aber hier muss ich tatsächlich den Punkt an den OG-Beauftragten der Dämonen geben. Ich würde sagen, das hier ist das Beste, weil für mich Pose, Farbgebung, Hintergrund, alles stimmig ist. Dann würde ich sagen, das, weil wie gesagt, das finde ich eigentlich sogar cooler, als wäre es der Bruder von Freezer. Aber für mich ist hier der weiße Hintergrund ist ein bisschen langweilig. Irgendwo ist es auch wieder was Besonderes, aber irgendwo ist es, keine Ahnung, nicht mal Blitze oder so. Und die Farbgebung ist halt ein bisschen unpassend, finde ich, für das Monster. Aber ist auf jeden Fall extrem cool gemacht. Dann würde ich sagen, das, weil er da so bosshaft emporsteigt aus der Hölle quasi. Und das, das ist auch das Artwork, was ich tatsächlich in den Videospielen nie benutzt habe. Ich habe, wenn dann, immer das benutzt. Also, ja, 1, 2, 3, 4. So. Und boah, hier ist es ganz eindeutig, 83%. Hier hätte ich tatsächlich gedacht, dass es mehr, also das ist bisher der, also mit Abstand klarste Favorit. Also wir haben hier einmal 72% OG, 69% OG, 65% OG, 57% OG. Also man merkt auch, je nostalgischer die Monster, umso eindeutiger ist es. Weil Schwarzer Magier, Weißer Drache sind natürlich die bekanntesten Monster überhaupt. Hier geht es ein bisschen runter. Hier geht es nochmal deutlich runter beim Schwarzen Magiermädchen. Deswegen, ich hätte gedacht, dass es hier sehr ausgeglichen wäre, was die Verteilung angeht, der Prozentzahl. Aber hier ist ja komplett. Also, da ist ja gar kein Reden. Also, 83% ist ja eine komplette Machtdemonstration. Und die haben alle ungefähr gleich viel. Also Real Talk, das hier, das von Kazuki Takahashi designte Custom Artwork mit den beiden gleichzusetzen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Also Geschmack ist natürlich immer subjektiv und jeder kann natürlich seine eigene Meinung haben, aber da hätte ich mir gedacht, dass das deutlich gleichmäßiger verteilt wäre, um ehrlich zu sein. Also ich dachte, das ist
die Karte, wo wir am meisten Variety drin haben. Dann haben wir hier einmal den schwarzen Paladin. Ich meine, das hier ist das Anime-Artwork. Ich komme hier immer ein bisschen durcheinander, um ehrlich zu sein. Ich meine, das hier ist das Anime-Artwork. Das hier und das hier sind, glaube ich, alternative TCG-Artworks. Ich bin mir gerade aber nicht mal 100% sicher, um ehrlich zu sein. Ich liebe die Karte, deswegen... Ich meine, das hier ist OG-Anime. Ich meine, das hier ist es. Ich finde das hier auch am coolsten. Muss ich auch ehrlich zugeben, weil ich finde... Das ist mir ein bisschen zu weit rausgezoomt, da erkennt man ihn kaum. Und vor allem hier dieser Lichteffekt im Hintergrund, der übertönt so ein bisschen ihn selbst. Also man erkennt ja sein Gesicht und so gar nicht. Deswegen das Artwork ist mir leider ein bisschen zu überladen dafür, dass man ihn kaum erkennt. Hier muss ich sagen, das auch cool, aber da sieht er mir im Gesicht ein bisschen zu braindead aus. Und also ich feiere das Artwork auch auf jeden Fall. Also auch mit dem Kreis im Hintergrund, sehr cool. Aber ja, also da macht der Gesichtsausdruck ist für mich ein bisschen kaputt. Was heißt kaputt? Aber ich würde es cooler finden, wenn er so aussieht, als hätte er Gehirnzellen. Und dann haben wir hier das. Das finde ich sehr stimmig. Er hält halt seine Waffe. Er ist sehr gut erkennbar. Man kann das Gesicht sehen. Man kann aber auch den Anzug sehen. So, die Pose ist cool. Also ich würde sagen, wenn das hier noch den Kreis im Hintergrund hätte, dann wäre es das perfekte Artwork. Aber ich nehme hier das. Dann das, dann das. Und hier... Wie gesagt, ich bin mir nicht 100% sicher, was das OG-Artwork ist. Ich glaube, viele denken, dass es das hier ist, aber ich meine, es ist das hier. Deshalb... Ja, interessant auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre dann das erste Mal, dass nicht das OG-Artwork gewonnen hat. Aber ich muss auch sagen, hier ist nicht so viel... Also ich finde, die sind nicht so unterschiedlich wie die, die wir teilweise vorher hatten. Weil er sieht ja nie anders aus. Er wird nur... Es wird nur unterschiedlich an ihn rangezoomt. So, und das ist, deswegen finde ich, die nehmen sich gar nicht mal so viel wie die anderen. Aber für mich das hier 35%. Also hier ist es sehr ausgeglichen. Ich glaube, weil die Leute hier auch keinen großen Unterschied sehen. Auch eine Sache, die ich hier lustig fand. Sekunde. Haben wir hier einmal. die Nude-Version gefällt mir am besten. Das natürlich als Pendant zu dem Kommentar beim schwarzen Magiermädchen habe ich auf jeden Fall gefeiert. Als Antwort auf jeden Fall, das war Dark Magician Girl. Ich feiere es. Ich feiere es, wie bei der Frau, bei dem Frauen-Artwork alle sofort ready sind und ja, Boobies und ja, nackte Zauberin, voll cool, ja, let's go, lass mal, ja, ich bin ready. Und dann hier... Also, ich denke mal, das ist eine Anspielung. Das soll, denke ich, ein Joke sein, eben wegen dem schwarzen Magiermädchen. Dann das bei einem männlichen Artwork zu schreiben. Da kommt dann sofort, nee, 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 das ist aber nur bei Frauen cool. Ja, könnt ihr euch selber was zu denken. Ich weiß schon, was ich meine und es ist nicht Dark Magician Girl. Ja. Wie gesagt, jeder wie er mag. Ich find's ein bisschen befremdlich, aber... fand ich auf jeden Fall lustig. So, weiter geht's und, oh, ja, hier, Podcast. Schaut auf jeden Fall vorbei bei unserem Podcast, nämlich Time Out, dem Yu-Gi-Oh! Podcast mit Julio, Schattenspieler und meiner Wenigkeit. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde uns sehr freuen, der Kanal. Dafür, dass er noch sehr neu ist, läuft er tatsächlich bereits sehr gut. Also vielen Dank auf jeden Fall dafür euren Support. Schaut dort vorbei, jeden Sonntag, Yu-Gi-Oh! Podcast. Wenn ihr nicht genug Yu-Gi-Oh! Content bekommen könnt, dann step da auf jeden Fall rüber. Wir sind auf jeden Fall aktuell konstant am Start. Jede Woche kam bisher ein Podcast, wir haben es komplett eingehalten. Ja, war jetzt gar nicht geplant, aber der Post ist halt hier mittendrin. Dann haben wir die XYZ Drachenkanone. Also es fällt mir immer schwer, mittlerweile nicht XYZ zu sagen, aber es ist die XYZ Drachenkanone. Glaube ich, die einzige Umfrage, die nicht die 10.000 geknackt hat, ist auch das am wenigsten ikonische Monster von allen. Und vor allem muss ich auch hier sagen, das finde ich noch weniger divers als beim schwarzen Paladin oder dunklen Paladin. Hier, das ist für mich dreimal dasselbe Ding. Das ist für mich dreimal dasselbe Artwork, nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Also das ist einmal von rechts guckst du auf die drauf oder also, ne, also die ist so schräg nach links aus der Perspektive des Zuschauers gedreht.
Ihr wisst, worauf ich hinaus will, okay? Also hier schaust du quasi von der einen Seite drauf, hier einmal von der anderen und noch so ein bisschen nach unten. Und hier nochmal, der einzige Unterschied hier ist, dass da halt Strahlen rauskommen, also dass sie da halt angreift. Aber für mich ist das dreimal dasselbe Ding, nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Hier einmal mit Blitzen und hier einmal wird was abgefeuert. Und deshalb für mich, als Kind schon, habe ich mich immer gefragt, warum hat das Ding drei Artworks? Die sehen alle gleich aus. Also das habe ich nie verstanden. Das ist für mich die Karte, wo ich am wenigsten verstehe, dass sie so viele unterschiedliche Artworks hat, weil die sehen alle gleich aus. Für mich persönlich ist auch immer derselbe Hintergrund, also immer dieselbe Farbgebung zumindest. Deshalb, die unterscheiden sich für mich null. Ich finde halt das am coolsten, weil halt hier noch scharf geschossen wird. Passt natürlich zur Drachenkanone, wenn sie halt auch Sachen abfeuert. Ansonsten, ich würde sagen, 1, 2, 3 für mich persönlich. Ja, spiegelt auch die Meinung der Community wieder. Aber ja. Ich kann verstehen, warum es hier die wenigsten Votes gibt, weil es ist halt das, ja, unbeliebteste oder unbekannteste Monster von denen hier in der Liste. Auch natürlich trotzdem ikonisches Monster von Kaiba im Anime oder auch von Chaz in Yu-Gi-Oh! GX. Aber hier habe ich nicht verstanden, warum es drei verschiedene Artworks hat. Also da hätten für mich die beiden hier gereicht. Weiter geht's mit dem blauäugigen Ultradrachen. Wir haben hier einmal, also das ist auf jeden Fall OG. Das ist auf jeden Fall Anime. Das hier, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also das ist ein alternatives TCG-Artwork. Ich meine aber, das ist ein bisschen an den Manga angelehnt, zumindest. Und das hier ist relativ neu, wenn mich nicht alles täuscht. Ist auch ein TCG-Artwork. Ich muss sagen, das ist schwierig einzuordnen für mich, weil. Also ich finde das hier nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. Weil ich finde auch hier wieder für einen Drachen ist der Unterkörper viel zu riesig und die Hälse sind viel zu lang und so komisch geknickt und gebogen. Also guck mal, hier ist der Unterkörper und hier ist der eine Kopf. Also der macht ja einmal so eine Wendung mit seinem Hals. Und das ist ja nicht so ein asiatischer Drache, à la Slifer oder Shenlong oder so. Deshalb verwirrt mich das komplett. Ich würde sagen. Also das ist von den Proportionen her einfach ein bisschen weird. Das ist komplett akzeptabel, ist natürlich OG. So, du kannst das Monster erkennen, das Artwork kennt man von früher, da ist alles drauf, was man drauf sehen muss. Und das hier finde ich eigentlich richtig cool, weil man hier halt seinen Angriff sieht. Aber ich muss sagen, dadurch, dass der Hintergrund so hell ist und hier der Angriff ist und hier nochmal aus den Mündern auch noch gefeuert wird, erkennt man den Drachen halt kaum. Also ich finde das an sich cool. Also ich find's mega cool, die Idee, dass er so angreift. Aber ich glaube, dadurch, dass es halt ein bisschen zu viel ist, ein bisschen zu knallige Farben, so dass der Drache halt tatsächlich am meisten untergeht in dem ganzen Ding, finde ich das ja am besten, weil es einfach am cleansten ist. Und natürlich Nostalgie. Aber also hier, das ist einfach sehr clean, sehr klar zu erkennen. Aber das hier, die Idee finde ich auch mega nice. Also für mich wäre es ein Ding zwischen den beiden. Das hier ist. Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, aber ein bisschen. Also die Proportionen sind ein bisschen weird. Ich würde sagen 1, 2, 3. Und ja, ist auch ganz klar der Nummer 1, ne? Ist auch Nostalgie, sollte nicht wundern. Und dann 2 und 3 passt. Ich hätte hier tatsächlich noch deutlich mehr Votes für das erwartet und weniger für das, aber okay. Nächstes Ding ist Polymerisation bzw. Fusion. Auch unnormal viele Votes bekommen. 13.000 ist, glaube ich, das meiste von allen, was wir bisher hatten. Da habe ich gar nicht damit gerechnet. Ich dachte mir niemals so. Das hier ist das erste TCG-Artwork und auch das, welches in Yu-Gi-Oh! GX verwendet wird. Das hier ist das Artwork aus dem OG-Anime, also aus dem Yu-Gi-Oh! Classic-Anime. Und das hier. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, meine ich das Artwork aus dem Manga. Und ich persönlich muss sagen, das ist auch schwer zu bewerten, weil es drei komplett unterschiedliche Karten sind. Also, das finde ich sehr schwer einzuordnen. Also, weil ich bin mit den beiden aufgewachsen und ich finde beide cool. Aber für mich persönlich, das Konzept der Fusion zeigt dieses Artwork hier am besten. Dieser Strudel, in den zwei Monster gezogen werden. Sehr simpel, aber funktioniert perfekt. Für mich ist das die Fusion. Das ist für mich die Fusionskarte. Ich weiß natürlich, dass das hier die Fusionskarte ist, die im
ersten Anime eingesetzt wurde, aber da zählt für mich der Nostalgiebonus ehrlich gesagt irgendwie nicht so. Also, das juckt mich ehrlich gesagt nicht so. Ich finde hier das Artwork einfach nicht besser, aber stimmiger für das Konzept der Fusion. Und das hier, ja, ist ja quasi das Artwork hier, aber halt so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und übersättigt an Farben durch, na, das ist ja eigentlich Manga-Artwork, ist ja eigentlich schwarz-weiß. Deshalb, ich würde sagen, das hier. Das, dann das, dann das. Aber ich finde alle cool. So. Okay, tatsächlich hat das mehr Votes. Wundert mich nicht, weil es im ersten Anime gespielt wurde und der ist natürlich beliebter als Yu-Gi-Oh! GX. So werden die meisten wahrscheinlich denken. Ich persönlich finde das hier am coolsten. Generell verbinde ich die Fusion sowieso mehr mit Yu-Gi-Oh! GX als mit dem OG-Anime. Deshalb ist das für mich ganz klare Kiste. Aber ich finde, wie gesagt, alle cool. Dann haben wir ja hier nochmal Werbung für den Podcast. Ist jetzt, wie gesagt, in dem Video nicht geplant. Ich gehe einfach nur meinen Community-Tab durch und ich habe da natürlich auch andere Sachen gepostet als nur die Umfragen. Aber schaut dort auf jeden Fall vorbei. Dann kommen wir jetzt zu den ganz, ganz, ganz krassen Dingern. Und zwar haben wir hier die drei ägyptischen Götter. Zunächst mal Obelisk, den Peiniger. 14.346 Stimmen. Seid ihr denn des Wahnsinns? Was ist denn los mit euch? Das ist komplett krankes Engagement. Das ist der Wahnsinn. Also, danke auf jeden Fall, dass ihr euch dafür interessiert. Ja. Also ich muss sagen, schwierig zu bewerten. Die ägyptischen Götterkarten sind für mich mit die nostalgischsten Karten überhaupt. Also für mich, das Erste, woran ich bei Yu-Gi-Oh! Denke, sind die ägyptischen Götter. Sag ich euch, wie es ist. Das Erste, woran ich bei Yu-Gi-Oh! Denke, sind die drei ägyptischen Götter. Es sind nicht mal meine absoluten Lieblingskarten. Ihr wisst, meine Lieblingskarte Sternstoppdrache. Aber für mich, wenn ich Yu-Gi-Oh! Höre, das Erste, was ich sehe, abgesehen von Yugi oder Atem, sind die drei ägyptischen Götter. Nicht mal schwarzer Magier, nicht mal weißer Drache, sondern Obelisk, Slifer, Ra. Ganz klar. Ganz klar. Das für mich ist das Yu-Gi-Oh! 100%. Deshalb kickt hier natürlich die Nostalgie komplett, wenn ich diesen Obelisk sehe. Okay? Das müsst ihr verstehen. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich das Artwork von so gut wie allen hier am langweiligsten finde. Nicht schlecht, aber am langweiligsten. Er steht da eigentlich nur. Er steht wie fünf Türsteher auf einmal, aber er steht da halt einfach nur. Und wenn man das hier ist das Manga-Artwork, das ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also da sieht er auch bei weitem nicht so breit aus. Aber da hat er zumindest so eine Art von Pose. Hier muss ich sagen, ist er halt viel detaillierter gezeichnet, sieht nochmal anders aus, sieht aber einfach noch durch diese Streifen auf seinem Kopf und so einfach viel, ja, mehr nach einem ägyptischen Gott aus. Mehr nach so einer ägyptischen Gottheit, nach so einem gigantischen Monster, was einfach aus so einer Schattenwelt beschworen wird. Also das sieht für mich eher nach einem Gott aus als das hier, muss ich ehrlich zugeben. Wie gesagt, Nostalgie kickt hier komplett. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich finde, das hier rein künstlerisch sieht viel, viel mehr nach einem Gott aus. Und ich weiß halt nicht, also ich muss sagen, wir sind an einem Level angekommen, wo ich nicht weiß, wie ich das mit der Nostalgie bewerten soll, weil hier die Nostalgie mit Abstand am meisten kickt. Und das hier ist komplett krass. Das Artwork ist komplett insane. Also das finde ich, das ist krass. Also wir wissen, Obelisks Signature Move ist natürlich seine Faust. Und der kommt da quasi vor dem Sonnenaufgang. Und du siehst diese Faust auf dich zukommen und du siehst hier ist schon alles in Trümmern und so. Das ist krass. Die Perspektive, die Farbgebung, die Details, die Pose, generell was das Artwork darstellen soll, das ist Wahnsinn. Also, wenn wir nach Nostalgie gehen, ganz klar der, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn wir nach künstlerischem Design gehen, ist es für mich ein knappes Ding zwischen den beiden hier. Und danach das und dann das. Also ich würde jetzt einfach mal spontan das auswählen. Eigentlich ist es Blasphemie. Leute, okay, da ist eine Ironie in sich drin. So war das nicht gemeint. Aber er ist ein ägyptischer Gott.
Boah, das ist Blasphemie, nicht das OG-Artwork zu nehmen. Boah, das will ich nicht abstimmen. Boah, das ist schwer. Das ist schwer. Komm, wisst ihr was? Wisst ihr was? Aus Prinzip, ich will mich nicht entscheiden für Nostalgie oder Kunst. Nehmen wir jetzt das, weil das ist für mich bei beiden am geringsten. Auch wenn es natürlich Takahashis erste Version von Obelisk ist. Aber wie gesagt, das ist kein Disrespect an seine Kunst, sondern ich finde die ersten Manga-Artworks, man verbindet damit einfach nicht so viel, weil man damit nicht so aufgewachsen ist wie mit dem Anime. Und zum anderen finde ich die späteren Artworks von ihm komplett krass. Also viel, viel besser als die OG-Artworks. Deshalb kann ich das mit reinem Gewissen sagen. Ja, natürlich hat der hier mit Abstand gewonnen. Danach das hier, habe ich mir schon gedacht, um ehrlich zu sein. Das hier hat relativ wenige Stimmen und das halt so gut wie keine. Wie gesagt, künstlerisch finde ich, ist es ein Ding zwischen den beiden für mich. Nostalgie brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe jetzt den gewählt, weil ich will diese Entscheidung nicht treffen müssen. Dann haben wir hier Slifer den Himmelsdrachen. Aus Prinzip werde ich hier dasselbe tun. Wobei, nee. Nee, hier nicht. Hier nicht. Wir haben hier einmal das Manga-Artwork. Ich muss sagen, das sieht ein bisschen, weiß ich nicht, da sieht er mir ein bisschen zu dick aus, um ehrlich zu sein. Also das sieht für mich, ich weiß, dass es nicht so ist, aber das sieht für mich so ein bisschen so aus, als würde der so stehen und als hätte der so ein bisschen so eine Plauze, so einen Bierbauch. Deshalb, das fand ich schon immer ein bisschen komisch, das Artwork, muss ich ehrlich sagen. Also da sieht der nicht so, also durch die Perspektive sieht der nicht so aus, wie der eigentlich aussehen soll. Deshalb, das, auch wenn es natürlich das OG-Manga-Artwork ist, feiere ich nicht so. Das hier ist natürlich Nostalgie, brauchen wir auch nicht drüber reden, wie bei Obelisk. Das, was man aus dem Anime kennt, das ist der Slifer, den wir unser Leben lang kennen und lieben. Gar keine Diskussion, der OG Slifer, the Executive Producer. Das Artwork, mega cool. Hier mit dem ganzen Donner im Hintergrund und so. Und wie er da so, guck mal, da sieht man richtig, guck mal, vergleich das mal mit dem hier. So, da sieht er aus wie so ein kleiner, etwas dickerer Drache. Da sieht er aus, ja, so 7 Millionen Kilometer lang und absolute Gottheit, die über die Erde herrscht. Also du siehst richtig, der Donner kommt gleich. Also da ist Endstufe, wenn du den siehst. Also das ist krass, das Artwork auf jeden Fall. Richtig, richtig krass. Also das ist eines ägyptischen Gottes würdig. Das sieht aus, als wärst du gleich auf jeden Fall im Reich der Schatten. Aber ich muss sagen, hier gibt es für mich nur einen klaren Sieger und das ist auf jeden Fall das hier. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht was es ist, aber das sieht ultra krass aus. Wie er so aus der Dunkelheit kommt, diesen Strahl abfeuert, ich weiß nicht. Das ist für mich einfach das perfekt. Ich muss sagen, mir gefällt die Farbgebung auch besser als hier das Gelbe, auch wenn der Donner natürlich, der Blitz natürlich passt zu Slifer. Aber ich finde, das sieht einfach optisch viel cooler aus, auch wenn das natürlich bedeutungsmäßig krasser ist für Slifer. Aber ich finde, das sieht einfach richtig cool aus. Das ist für mich, glaube ich, von allen Artworks, über die wir generell heute geredet haben, mit das coolste von allen. Also, wenn wir nach Nostalgie gehen würden, natürlich wieder das hier, ganz klar. Aber für mich ist es tatsächlich der diesmal. Krass, das ist nur auf dem dritten Platz. Die meisten haben natürlich für den Anime Slifer gevotet. Danach den. Kann ich verstehen. Auch krasses Artwork. Sieht richtig, richtig geil aus. Aber für mich, vielleicht ist das natürlich auch, alles ist Geschmackssache, worüber wir heute reden, okay? Aber für mich, so mein Kern trifft eher das hier. So die Farbgebung finde ich, keine Ahnung. Ich finde lila cooler als gelb. Vielleicht ist es das. Aber ja, für mich, mit Abstand tatsächlich optisch gesehen das, Nostalgie das. Der ist auch cool. Der ist auch cool. Ja. Und dann kommen wir zum neuesten, vor 8 Stunden tatsächlich erst. Deshalb noch keine fünfstelligen Voting-Zahlen. Stimmt auf jeden Fall ab, Community-Tab. Dann könnt ihr eure Meinung abgeben. Letzte Karte für heute. Manga, Anime. Das ist alternatives Artwork von Takahashi. Das ist alternatives Artwork aus dem TCG. Hier muss ich sagen, ich finde Ra im Manga-Style am besten von den ägyptischen Göttern. Also ich finde, Ra macht in seinem Manga-Artwork mehr her als Slifer und Obelisk.
im Manga. Das ist für mich tatsächlich ganz klar. Also, das ist das beste Manga-Artwork von den drei ägyptischen Göttern, aber trotzdem für mich nicht das Beste aus dieser Aufzählung hier. Das ist natürlich absolute Nostalgie, wobei ich sagen muss, dass ich das Artwork tatsächlich noch nie so cool fand. Das ist natürlich absolute Nostalgie, keine Frage. Das ist halt der Ra, den wir kennen aus dem Anime. Der Ra, den man seit der Kindheit kennt, ähnlich wie hier Slifer und hier Obelisk. Aber der Slifer und den Obelisk, die finde ich cooler als den Ra. Ich weiß nicht, also ich mochte Ra generell von allen drei immer am wenigsten. Ich liebe Ra trotzdem. So, verstehe mich nicht falsch, ist trotzdem so ganz weit oben. Aber von den drei ägyptischen Göttern, ich mag halt Slifer am meisten, dann Obelisk, dann Ra. Deswegen Ra war mir immer so am egalsten. Also trotzdem natürlich wichtiger als so gut wie jede andere Karte jemals für mich, aber von den drei ägyptischen Göttern ist er der für mich persönlich am niedrigsten gerankte. Und ich fand das Artwork auch nie so krass. Das hat mich nie so beeindruckt, wie die beiden anderen tatsächlich. Ist aber auch nur Geschmackssache. Vielleicht mag ich auch einfach Rot und Blau mehr als Gelb, keine Ahnung. Vielleicht mag ich einfach Yugi und Kaiba mehr als Marik. Vielleicht ist es das, weiß ich nicht. Dann haben wir das hier. So, das finde ich richtig cool. Das muss ich sagen, allein auch von der Farbgebung her. Hier ist natürlich auch der Hintergrund wieder sehr schlicht gehalten, ist schwarz, aber ich finde die Pose, so, das sieht aus, als würde der halt gleich angreifen. Da sieht er ein bisschen kleiner aus, als er eigentlich ist. Also da sieht er nicht aus wie so ein übermächtiger Gott. Aber ich finde dieser Flugansturm zusammen mit diesen Flammen, so, also dieser brennende Sonnengott auf dem schwarzen Hintergrund, das schallert komplett, das ist richtig genial. Hier erkennt man auch die Signatur von Takashi am besten, weil weiß auf schwarz. Den konnte man auch bekommen aus der Order of Chaos Special Edition damals, entweder den oder Effect Veiler. Ich habe mich über beide gefreut. Eine ist Anime-Nostalgie, das andere war damals eine krass spielbare Karte. Ja, deshalb, also mit dem verbinde ich sehr viel. Ich fand den tatsächlich auch, seitdem er existiert, glaube ich, cooler als den. Nicht von Nostalgie her, ihr wisst, was ich meine. Ich habe das jetzt tausendmal in diesem Video gesagt, aber künstlerisch finde ich den cooler. Und der hier ist natürlich auch Wahnsinn. Also der ist natürlich auch, Junge, die Welt steht in Flammen und Ra steht über ihr. Das ist natürlich komplett krass. Also das ist halt ähnlich wie das hier von Slifer. Wobei ich sagen muss, das von Slifer schallert für mich mehr als das von Ra. Aber ich muss sagen, dadurch, dass das Artwork schon sehr orange ist und er selber halt gelb ist, geht er ein bisschen drin unter. Und hier dieses Gold auf Schwarz, ich weiß nicht, das sieht einfach richtig krass aus, finde ich. Also auch wenn hier, finde ich, diese Pose, diese übermächtige Pose eines Gottes krasser wirkt als hier der fliegende Ultra Chicken Wing, finde ich das trotzdem cooler. Also ich würde sagen 1, 2, 3, 4 und damit liege ich komplett daneben, zumindest was die Community angeht. Der hier ist natürlich Anime-Nostalgie am meisten, dann der, den finden einige richtig cool. Ich finde den persönlich einfach im Zusammenspiel mit dem schwarzen Hintergrund und diesen Flammen. Es ist sehr simpel, aber es ist auch richtig cool. Ja, und wie gesagt, hier finde ich das Manga-Artwork am besten von den drei ägyptischen Göttern. Aber ja, hier einmal die Interpretation von Takahashi und hier einmal die neue Interpretation von Takahashi ist für mich tatsächlich der beste Ra. Und damit wäre es das dann auch für den heutigen Tag, für das heutige Video, für die Community-Umfragen, wie auch immer. Ja, also, ich weiß jetzt nicht, ob die Welt davon untergeht. Vielleicht habe ich kontroverse Meinungen in diesem Video geäußert. Es geht hier nur um Artworks, es geht nur um Geschmack. Okay, es geht nicht um eine persönliche Vendetta gegen irgendwen oder irgendwas. Ich habe oft für das OG-Artwork abgestimmt. Oft auch gegen das OG-Artwork. Ich habe einfach für das gevotet, was ich persönlich am coolsten finde. Was mir am meisten gefällt, womit ich am meisten verbinde, was mir am meisten bedeutet. Keine Ahnung, was ich schöner finde oder was mir mehr zusagt. Ansonsten, wenn ihr jedes Mal das OG-Artwork nehmt, ist das voll cool. Wenn ihr nicht jedes Mal das OG-Artwork nehmt, ist das genauso cool. Bewertet das, wie ihr möchtet.
Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.